Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist mal wieder Freitag. Heute ist der 21.07.2017 um 10:28 Uhr. Ich habe mir viel Zeit gelassen, bin irgendwann um kurz vor 9, glaube ich, wach geworden, war im Bad und dann habe ich noch ein bisschen Streams geschaut und jetzt haben wir es um kurz vor 10:30 Uhr. In einer Stunde werde ich etwa losgehen, noch vorher kurz zur Post, zwei, drei Sachen für Kenzio abgeben. Und dann ja, bei Bruno Münder kurz vorbei, Jermaine und Thomas abholen zur Mittagspause. Und dann gehen wir heute wieder in den Fugger-Imbiss Mittagspause machen. Thomas hat seinen vorvorletzten Tag, letzten, vorletzten, vorvorletzten Tag heute. Sein Arbeitsvertrag läuft aus und soweit ich das einschätzen kann, wird er auch nicht verlängert werden. Ich meine, die haben Leute freigestellt und das Unternehmen hat mehr als Schlagseite, von daher ist davon auszugehen, dass Thomas dann ab nächsten Mittwoch auch wieder etwas mehr Zeit hat. Und das wollen wir heute, naja, nicht feiern, aber wir wollen uns deswegen heute nochmal zur Mittagspause treffen. Und bei lecker Hühnchen und Pommes oder Salat, mal gucken, ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden, ein bisschen quatschen, uns ein bisschen austauschen. Ja, ansonsten, was gibt's zu erzählen? Gestern waren wir im Kino, die Julia und ich. Und haben Spider-Man geguckt, den neuen, und waren beide sehr angetan. Haben den im IMAX geschaut, also auf einer extra großen Leinwand, und ja, war sehr unterhaltsam. War sehr lustig gemacht und witzig, aber nicht zu klamaukig. Und der Darsteller, der den Spider-Man spielt, dieser Tom Holland, der passt auch ganz gut in die Rolle. Und ja. Von daher, Tony Stark war für Julia ein, zweimal zu sehen oder dreimal sogar. Da war sie auch ganz froh oder glücklich. Und ja, war ein schöner Abend. Und irgendwann um 10:30 Uhr war ich, glaube ich, zu Hause. Und dann habe ich nochmal bei Jermaine vorbeigeschaut. Der hat noch gestreamt. Der hat gestern den ganzen Abend Elite Dangerous gespielt. Ich glaube, die Sucht hat ihn wieder. Sehr gut. Und ja, das war eigentlich mein Donnerstag gestern. Heute wird nicht gestreamt, zumindest nicht Vormittag. Heute Abend, irgendwann 18 Uhr, werde ich sehr wahrscheinlich streamen, und zwar das Spiel Prey. Wer sich vielleicht noch daran erinnert, es geht da um eine Station, Raumstation, und man rennt da rum und da sind irgendwelche Viecher und man muss irgendwie versuchen zu überleben und da rauszukommen oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie das heute Abend läuft. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung geht. Und naja, wir werden es sehen um 18 Uhr bis 21 Uhr. Heute Abend treffe ich mich danach noch mit Thorsten. Der ist ja jetzt eine Woche in Berlin. Der fliegt irgendwann um 11:30 Uhr, glaube ich, los. Und dann gucken wir mal, dass wir heute Abend was unternehmen und dann in den nächsten Tagen vielleicht auch noch ein, zwei Sachen machen, ins Meltdown oder wo auch immer hinfahren, um da mal zu gucken, was da so los ist. Ja, also wie gesagt, jetzt erstmal gleich rüber zu Bruno Gmünder, Mittagspause machen mit Thomas und Jermaine. Danach werde ich mir mal den Keller angucken, mal ein bisschen was rausräumen. Der Balkon ist soweit freigeräumt, dass ich da dann die Müllsäcke, je nachdem wie viel es denn dann werden sollten, stapeln kann, um sie dann irgendwann nächste Woche abholen zu lassen oder selber wegzubringen mit einem Fahrer. Das muss ich dann noch klären. Und ansonsten, ja, wie gesagt, dann heute Abend streamen, danach nochmal kurz mit Thorsten treffen und dann ist schon Wochenende. Ich werde heute wiederholt das Unternehmen Bruno Gmünder fragen, wie es denn aussieht mit meiner Arbeitsbescheinigung. Wir warten jetzt schon 2 Wochen darauf, dass die dieses Dokument ausfüllen. Und bevor ich das nicht habe, kann ich auch meinen Antrag auf Arbeitslosengeld nicht abgeben. Und mal gucken, ob sich da diese Woche noch was tut. Ich befürchte eher nicht. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben und deswegen werde ich heute, wenn ich auch persönlich da bin, dann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt aussieht, was ist denn, was macht denn die Lohnbuchhaltung, wann kommen die denn, bla bla bla. Naja, wir wissen schon, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Ja, gut, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Freitag, ein noch besseres Wochenende, auch wenn es in Berlin relativ verregnet werden wird. Habt eine schöne Auszeit. Ich habe ja eigentlich die ganze Woche Auszeit, von daher fühlt sich momentan für mich jeder Tag wie Wochenende an, außer dass halt Sonntag die Läden zu haben und sonst immer offen. Obwohl in Berlin gibt es, glaube ich, auch Geschäfte, die am Sonntag offen haben. Zumindest Supermärkte in U- und S-Bahnhöfen oder in Bahnhöfen als solches. Gibt es in U-Bahnhöfen Lebensmittelgeschäfte? Nee, ich glaube nicht. Gut, also wie gesagt, dann vielleicht bis heute Abend um 18 Uhr und ansonsten, ja, bis demnächst. Schönes Wochenende. Ciao!